Moin Moin, ich befinde mich gerade in Blexen und zwar direkt vor der Weserfähre. Und zwar aus einem Grund, viele Pendler und Urlauber haben im Moment das Problem, Ferienzeit, da ist Bauarbeitszeit, der Wesertunnel ist nämlich gerade gesperrt und Leute warten hier bis zu 3 Stunden. Und ich möchte heute den Leuten die Wartezeit ein wenig versüßen und was gibt's da nichts Schöneres als was Süßes. Und dafür habe ich Emily dabei, yeah. Moin! Heute nicht bei Sach an, sondern mit mir hier in Blexen. In meiner Hood, um ehrlich zu sein. Ich wohne nämlich in Nordenham. Ja, schön hier. Habe ich, so. Was haben wir vorbereitet? Ich habe gesehen, wir haben Kaffee, ein bisschen was zu knabbern und dann wollen wir uns jetzt mal so um die Leute kümmern und gucken, wo die vielleicht herkommen. Vielleicht erfahren wir da ja noch ein paar spannende Geschichten und die seht ihr direkt jetzt. Da freut sich doch schon jemand. Moin. Guten Tag, hallo. Sie sind auf dem Weg nach Bremerhaven? Ja, genau. Und Sie hätten vielleicht auch Lust auf einen Keks? Danke, ich hab gerade gefrühstückt. Oh, gerade gefrühstückt. Ja. Was machen Sie denn auf der anderen Weserseite, wenn ich fragen darf? Ich muss nach Cuxhaven und arbeite dort. Stört es Sie stark im Alltag? Müssen Sie mehr, also früher losfahren oder mehr Zeit einplanen? Ja, genau. Ich plane meinen Tag einfach um, damit ich hier besser mit der Fähre fahren kann. Für mich ist das ein unhaltbarer Zustand. Man hätte das vielleicht ein bisschen besser planen können bezüglich, ich meine, Respekt vor den Verantwortlichen des Wesertunnels und mit dem Verkehr habe ich vollkommen Respekt davor, bloß man diskutiert viel zu viel über das, was nicht geht, anstatt mal darüber zu diskutieren, wie es vielleicht gehen könnte. Ne? Und ob man nicht, das ist eine Ausnahmesituation und Ausnahmesituationen haben andere Regeln, finde ich. In diesem Fall kann man auch anders handeln und mit den Verantwortlichen reden, wie man die Sicherheit trotzdem beibehält. Wie viel Zeitverlust haben Sie jetzt so pro Tag eigentlich? Ich habe genau was hier auch immer im Internet steht, diese 90 Minuten, die halte ich auch immer ein. Alles klar, dann wünschen wir Ihnen einen schönen Arbeitstag und nicht doch vielleicht einen Keks? Nee, danke. Okay. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. Guten Tag. Na, wie sieht's denn hier aus an der Fähre? Ist jetzt hier eine sehr, sehr lange Wartezeit oder wie ist das immer so einzuschätzen? Also im Moment haben wir bei LKWs circa eine Stunde und PKWs hatten wir vorhin 40 Minuten. Wie es jetzt ist, keine Ahnung. Und die Laune so bei Ihnen jetzt gerade? Sehr gut. Ja? Lässt sich also nicht irgendwie außer Ruhe bringen oder so? Regnet nicht, Wetter ist gut, Leute sind nett, alles in Ordnung. So lobe ich mir das. Und deswegen gibt es zur Belohnung jetzt auch einen Keks und gerne auch einen Kaffee. Den würde ich eher nehmen, den Kaffee. Oh! Kein Keks. Ja, auch kein Süßer, so, also keine Süße. Ich esse auch morgens immer eher weniger. Seit heute Morgen um 5 Uhr hier. Dann lieber einen Kaffee. Okay, da habe ich noch Kaffee. Geschlafen ja, um 5. Das war schön. So, Kaffee, genau. Mit Milch und Zucker. Ja. So, dann mach du mal. Wir machen jetzt auch gleich den Geschmackstest, bitte. Ob wir das gut gemacht haben, beziehungsweise ob Christoph das gut gemacht hat, denn Christoph ist unser Kaffeekocher heute. Den habe ich heute Morgen gekocht. Könnte süßer sein und ein Löffel wäre cool. Okay. Der Wille zählt. Sie ist zwar keine Praktikantin, macht heute aber einen Praktikantenjob und darf den Kaffee tragen. Ja, Praktikum bei NWZ Play, dabei sein, mitmachen, super. Findest du das auch toll? Ja, total super. Dafür lohnt sich das frühe Aufstehen, einfach mal hier richtig schön Kaffee tragen. Moin, moin. Guten Tag. So. Ja, hallo. Bist du Alexander? Jawohl. Das steht auch da vorne, gut, dass ich lesen kann, ne? Ja, ja. Wie lange stehst du schon hier? Halbe Stunde. Halbe Stunde, das geht ja, ne? Ja. Stehst du öfters hier? Musst du oft drüber jetzt? Erste Mal stehe ich. Erste Mal? Ja. Möchtest du einen Keks haben von mir? Ja, tauschen wir. Dann tauschen wir, perfekt. Oh, ich krieg einen Keks. Oh, was sind das für Kekse? Ja. Russische Kekse. Russische ich habe einen russischen Riesenkeks bekommen. Und du kriegst jetzt einen kleinen süßen Waffelkeks, ne? Lass es dir schmecken. Ja. Und viel Spaß noch, ne? Danke. Schon bitte. Ich ruhig bei dir. Danke. Ciao. So, ich probiere jetzt mal den russischen Keks. Davon werde ich wahrscheinlich wirklich satt, aber ich freue mich schon. Achtung. Ist größer als dein Kopf. Danke, das schmeckt gut. Hallo. Moin.
Einmal einen Keks? Nee, danke. Und einen Kaffee? Hier. Ja, hier. Perfekt. Guck mal, was Süßes für den Süßen. Und vielleicht einen Kaffee? Gerne, ja. Ja? Wo geht's denn hin? Nach Bremerhaven, ja. Privat oder? Leihwagen abholen. Ja. Leihwagen abholen. Was wird's denn? Ah, ein VW Polo. Polo? Also Cabrio gegen Polo? Nee. Ich bin zu Besuch aus Hamburg hier. Genau. Und dann, Stau kennst du dann ja, ne, wenn du aus Hamburg kommst? Dann kenn ich das, ja, ja. Und mit dem Polo, wo geht's denn hin? Ja, nach Holland. Nach Holland? Alles klar. So schön verlängertes Wochenende machen, oder? Ich habe 3 Wochen Urlaub, also von daher kann man ja mal nach Holland fahren. Wenn ihr zurückfahrt, da kann man wieder durch den Tunnel, der ist da offen, also braucht ihr nicht nochmal Fähre fahren. Dann, so, Käffchen kommt. Ich wünsche viel Spaß in Holland, ne, und mach nicht so wild. Ich doch nicht. Ja, wer lange im Stau steht, ne, der muss ab und zu vielleicht auch mal so 1-2 Kaffee wegbringen. Gar kein Problem. Die netten Leute von der Fähre haben hier 2 Dixies aufgestellt oder 2 Toy-Toys. Die stehen vorne direkt am Fähranleger. Also wenn ihr weiter hinten steht, hier ist was. Könnt aussteigen, hinkommen. Zeit ist ja genug. Ne? Stau. Moin! Wo wollen Sie denn hin? Nach Hause, nach Freiburg an der Elbe. Oder haben Sie noch ein bisschen Weg vor sich? Wie lange warten Sie denn jetzt hier schon mit Ihrem Wohnmobil? Stunde. Eine Stunde. Sind Sie denn versorgt? Wahrscheinlich haben Sie alles da, aber wir könnten Ihnen sonst ein paar Kekse anbieten, so zum Versüßen der Wartezeit. Ah, da hinten ist eine Meldung. So, dann einmal die Kekse hochreichen. Ich reiche das mal durch. Wo waren Sie denn, wenn ich mal fragen darf? Wir haben ein RMB-Treffen gehabt in, bei Varel. Bei Varel. Wir waren nur 3 Autos, aber 3 Autos ist schon mal besser als kein Auto. Und RMB ist eine relativ seltene Marke. Die trifft man selten und wenn man sich denn mal treffen und austauschen kann, ist das ganz interessant. Das Wohnmobil von RMB oder was ist das? RMB. Was macht denn das besonders? Der Preis. Alles massiv Holz. So ein Auto kostet heute 380.000 Euro. Und davon sind nicht allzu viele gebaut worden. Das ist eine ordentliche Stange Geld. Wahnsinn. Also da kriegt man auch, da kann man auch ein Haus für bauen eigentlich, oder nicht? So, wir haben schon 8. Mehr brauchen wir nicht. Sehr gut. Alles klar. Der Keks hat übrigens 10 Euro gekostet. Haben Sie da passend? Hast du 10 Euro passen? Nee, gib ihn wieder zurück. Meine Frau hat nur für 25 Cent abgebissen. Alles klar, gut. Können Sie behalten, ist okay. So, wir müssen mal eben ein bisschen Platz machen, weil die nächste Fähre schon da ist und wir sollen nicht überfahren werden und deswegen wurden wir darauf hingewiesen, mal kurz zur Seite zu gehen. Okay. Weil, ist nämlich gefährlich, wenn man hier steht und die Autos kommen, ne? Die sind nämlich schnell unterwegs, auch im Stau. Moin. Moin. Ein bisschen vorgedrängelt, wa? Nein, ich bin hier auf dem Parkplatz runtergefahren und hier war eine Lücke. Ah, okay, ja, nee, ist nicht vorgedrängelt, gut. Wie lange hast du denn vorher gewartet? Knapp 20 Minuten. 20 Minuten, okay, gut. Ausnahmsweise, Nummernschild wird aufgeschrieben, ne? Wir kriegen denn die Tage Post. Okay, schönen Tag noch. Hi, na, wie geht's dir? Gut. Wie lange stehst du schon hier? Ja. 45 Minuten. Macht keinen Spaß mehr, oder? Oh, Hauptsache man kommt mal einigermaßen gut nach Hause. Ich habe jetzt hier gerade gesehen, du hast einen obercoolen Laster. Da steht nämlich Naschwelt drauf. Wollen wir vielleicht den Keksteller gegen den Laster tauschen? Nö. Nee? Was hast denn du alles so geladen, wenn ich fragen darf? Lebensmittel. Ja? Weißt du welche? So zu naschen? Was gibt's da so? Darf ich da hinten mal einbrechen? Von allem haben wir es drauf. Ach, verdammt, ey. Von allem. Es ist mein Traum, jemals da mal reinzugehen und einfach nur zu naschen. Naja, okay. Aber trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht tauschen darf, kriegst du von mir gerne einen Keks, wenn du möchtest. Ja, gerne doch. Schönen Dank.
Gerne doch. Und einen Kaffee, wie sieht's damit aus? Bist du da versorgt oder hättest du auch gerne einen Kaffee? Den hätte ich auch gerne. Ja, super. Mit Milch und Zucker oder nur schwarz? Nur Zucker, bitte. Nur Zucker. Jawohl. Wie höflich alle auch immer nur einen Keks nehmen, ne? Das ist total super. Ich kann euch auch was anbieten, also. Ey, das muss ich jetzt hier schon mal sagen, hier in Blexen, die Leute sind sowas von großzügig. Wir verschenken hier und bekommen aber auch zurückgeschenkt. Und das ist wirklich sehr nett. Kriege ich jetzt wirklich einen? Ja. Ich habe ja gesagt, Sie können da reingreifen. Ich noch nicht, für mich ist es noch zu früh für Naschzeug, leider. Also ein Mettbrötchen. Wenn du ein Mettbrötchen dann noch irgendwo liegen hast, dann nehme ich das. Sieht schlecht aus. Mit Zucker einmal. So. Bitteschön. Gut, dann noch einen erfolgreichen Arbeitstag und nächste Fähre sind Sie mit dabei. Will ich hoffen. Alles klar, besten Tschüss. Dank. Tschüssi. Tschüss. Moin. Dürfen wir mal ganz kurz stören? Wo wollen Sie denn hin? Cuxhaven. Nach Cuxhaven. Urlaub machen? Nein, eine Tagesfahrt, eine Fahrradtour machen. Eine Fahrradtour. Und jetzt stehen Sie hier vor der Fähre? Jo, schade. Da hat man so lange warten müssen. Denn. Wo kommen Sie denn her? Aus Hage. Norden. Norddeich. Und dann fahren Sie nach Cuxhaven, also von der Küste an die Küste, um Fahrrad zu fahren? Ja. Meine Frau hatte vorige Woche Geburtstag gehabt. Oh, alles Gute nachträglich. Und da wollten wir die Tour schon vorige Woche machen, aber da hat es ja geregnet. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt fahren wir heute und dann machen wir eine schöne Fahrradtour nach Cuxhaven und dann gehen wir schön essen, was ich ja auch versprochen habe, und dann fahren wir wieder nach Hause. Löblich, löblich. Schön essen gehen, 1A. Was gibt's denn? Wissen Sie das schon? Nee, noch keine Ahnung. Wir wissen noch nicht. Was die Speisekarte hergibt. Jo. Fisch ist immer gut. Das haben wir auch in Hage. Dann darf ich Ihnen vielleicht einen Keks anbieten? Ja, meine Frau, ich darf nicht. Er darf nicht, der hat Zucker. Bin nicht ein Diabetiker. Tut mir leid. Das ist jetzt gemein von mir hier, ne? Nein, das ist schon in Ordnung. Aber später gibt es ja dann noch was Leckeres. Ja, und wie. Auf jeden Fall. Sie sahen auch gerade so ein bisschen müde. Darf ich Ihnen vielleicht noch einen Kaffee anbieten? Das wäre nett, ja. Mit Milch? Ist Milch okay oder schwarz? Normal, ich ohne. Wollen Sie auch einen? Wenn Sie einen übrig haben. Ja, wer zuerst im Stau steht, der kriegt auch den Kaffee. Normalerweise sind das nur 170 Kilometer von uns aus. Ah. Ne? Aber jetzt mit der Wartezeit natürlich logischerweise nicht ganz so entspannt. Ja, ne? Ja, ist natürlich eine sehr volle Sinn mit Stadt, Kommune und so weiter und den Fährbetrieben, dass man da nicht ein bisschen mehr zusammenarbeitet, dass da was besser geleistet wird. Ja. Ich meine, das weiß man ja nur vorher, dass der Tunnel zugemacht wird. Und dann könnte man die Fährbetreiber natürlich auch anweisen, dafür zu sorgen, vielleicht ein Schiff mehr sein kann. Ja. Ja, jetzt sind es gerade zwei und die sind eigentlich auch relativ fix unterwegs, aber natürlich kann da nicht alle rauf. Ja, nehmen Sie mal aber die Hacke, der ist nur ein Schiff, ne? Und der fährt sich die Hacken ab. Ja, das ist es ja. Aber in Sandstedt, da muss ich auch irgendwie ein Eisen mal brechen. Da komme ich nämlich her. Und da gibt es dafür die beste Bockwurst auf der Fähre. Werden Sie mal. Wir. Ja? Haben Sie von gehört? Ja. Haben wir schon gegessen. Ja. Wir sind aber. Jo, schön. So. Sehr nett. Dankeschön. Bitte schön. Wir müssen nämlich mal wieder runter hier. Genau. Es geht nämlich weiter jetzt. Es geht schon weiter. Also ich sehe, das sieht sehr gut aus. Sie werden es schaffen. Die nächste Fähre gehört Ihnen. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Feiern Sie den Geburtstag schön nach. Danke. Und danach dann auch richtig, richtig gut noch ein Dessert vielleicht beim Einladen. Ne? So. Super. Tschüss. So, das war schon wieder mit unserer Stauerfahrung. Wir waren jetzt so knapp 2 Stunden hier und muss sagen, die Leute nehmen es doch relativ gelassen. Auch wenn einige jetzt eine Stunde gewartet haben. Sie haben sich natürlich sehr über den Kaffee gefreut. Ging sogar noch ein bisschen besser als die Kekse. Und dann auch hier nette Dame und so, auch gerade die LKW-Fahrer. Die waren ganz schön angetan von den Keksen, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich glaube, wenn wir hier jeden Tag auftauchen würden, würden sich einige freuen. Können wir natürlich leider nicht. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja die Woche nochmal rein und bringen wir einfach so mal einen Kaffee vorbei, ohne Kamera. Genau. Ja. Wir sind ja nett, ne? Wir können das. Kriegen wir hin. Gut, das war es dann auch schon wieder von unserem Staubericht hier in Blexen. Und mal gucken, wo es den nächsten Stau gibt. Vielleicht gehen wir da auch nochmal hin. Darf ich jetzt?
Was, was? Das, was wir abgesprochen haben. Ja, okay. Mach. Mach. Ja, und genau. In der Infobox ist auch noch ein Link zu unserem neuen YouTube-Channel, nämlich Sach an. Klickt euch rein, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert am besten auch noch unseren Channel. YouTuber hier, ne? So läuft das. Klick rein.